Ja, schön, dass ihr noch Interesse habt an einem Dhamma-Austausch. Wir machen ja jetzt schon seit einigen Wochen immer gemeinsam, Stück für Stück uns weiterarbeitend, immer gemeinsam die Brahma-Viharas mit Metta, Karuna und jetzt auch Mudita. Und vielleicht gibt es dazu was von eurer Seite zu berichten oder zu fragen. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Ich möchte eine Idee teilen. Gerade bei der Meditation hast du angeleitet, Frieden zu wünschen. Ich fand das interessant, weil das ja eigentlich der gleiche Wunsch war wie eine Metta-Meditation. Also das zeigt auch irgendwie, dass Mudita auch so funktioniert, ganz einfach als ein anderer Aspekt von Metta. Nicht? Also Wohlergehen und Frieden wünschen. Und dann sehen, dass, wenn das jemand erlebt, daran irgendwie Freude zu haben, ja, war sehr schön. Und dazu ist mir dann eingefallen, bei der Meditation, früher mal schon ein bisschen so herumgesucht hat, wie könnte man denn Mudita praktizieren. Und es geht ja auch darum, dass man eben mit dem Heilsamen sich über das Heilsame freut. Nicht nur, dass es jemandem gerade gut geht, weil er etwas Angenehmes erlebt, sondern eben mit dem auf weitere Sicht, eben mit dem Heilsamen sich zu freuen. Und da kommt Frieden wirklich sehr gelegen als Objekt. Und dann ist mir aufgefallen, dass man das sehr gut verbinden kann mit Buddha-Nusati und Sangha-Nusati. Also wenn man sich freut über den Frieden, den die praktiziert haben, dann auch verwirklicht haben. Das ist eine sehr schöne Kombination, finde ich. Also auch mit dem Ziel im Auge, dass wir durch unsere Praxis wirklich kompletten Frieden erreichen können und dann eben auch an Wesen denken, die das wirklich verwirklicht haben. Der Buddha, aber auch viele andere in der Geschichte. Und ja, das Potenzial, das wir in uns haben und andere haben, und zu sehen, dass dieses Potenzial auch wirklich verwirklicht werden kann und damit Freude aufbauen, das kann eine sehr schöne Wirkung haben und ist eben auch ein Mudita, das wirklich auf das Heilsame ausgerichtet ist und nicht nur, jetzt geht es denen gerade gut. Das war's, was ich mit deinem. Oh ja, auch inspirierend, finde ich, ist da wichtig. Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst oder sonst jemand. Es gibt ja im Visuddhimagga diesen manchmal ja recht alles umständlich machenden Meditationskompendiums aus früheren Zeiten, aber eben nicht vom Buddha, sondern von einem Schriftgelehrten namens Buddhaghosa. Und gerade zu den Brahma-Viharas, da hat er aber sehr interessante Sachen geschrieben. Und dann sprechen wir ja immer von dem nahen Feind und fernen Feind von den Brahma-Viharas in diesem Visuddhimagga. Jetzt nicht so direkt vom Buddha, aber trotzdem interessant, weil bei Mudita ist die nahe Bedrohung, weil sie quasi so ähnlich ist, die weltliche Freude. Also eben sich freuen darüber, dass man selber oder vielleicht auch das andere einfach irgendwas Tolles erleben in der Sinnenwelt. Und der ferne Antagonist, also quasi das Gegenteil, das uns dann das Mudita kaputt machen kann oder auch umgekehrt, wogegen das Mudita ein gutes Gegenmittel ist, ist
Arati, also die Unlust am Praktizieren, das Demotiviertsein. Wenn man sich denkt, das bringt eh nichts, heilsame Zustände können nicht gepflegt und vermehrt werden, dann brauche ich das auch gar nicht machen. Eigentlich sehr schön, auch Mudita mit der Praxis zu haben, weil es auch manchmal irgendwie so langsam vorwärts geht irgendwie, dass man da irgendwie auch aus den Augen verlieren kann, dass es weitergeht, aber auch einfach die Tatsache, dass man praktiziert, führt einem ja weiter in die heilsame Richtung. Damit kann man auch... Ja, aha. Ja. Und eben ist mir jetzt auch erst heute, glaube ich, oder vor ein paar Tagen aufgefallen, dass Mudita ja eigentlich wörtlich eher Freude heißt als Mitfreude. Ne? Da wird manche von euch kennen den Begriff vielleicht auch zum Beispiel aus der Atem, 16 Atembetrachtungsstufen. Da gab es doch dann in der dritten Tetrade die Bezeichnung Abhipamo Chayang Chittan, also den Geisteszustand erfreuend, erhellend, oder auch was passiert, wenn wir die Hindernisse überwunden haben, dann entsteht Pamoja, und dieses Wort Pamoja ist mit Mudita verwandt. Also wenn ihr das Paar weglasst und nur Moja habt, dann ist das quasi eine abgewandelte Form von diesem Mudita. Das heißt eben eigentlich sich freuen. Also das darf ruhig auch auf einen selber und die eigene Praxis bezogen sein. Da wissen wir ja, dass auch freudige Zustände entstehen können, wenn wir merken, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also das heißt, mit Freude, das klingt irgendwie so, mit mir selber kann ich mich schlecht mitfreuen, weil da freue ich mich ja schon. Da muss ich mich nicht mehr mitfreuen auch noch. Das wäre ja quasi doppelt, obwohl das vielleicht dann schlecht ist. Aber also muss man sich jetzt nicht so starr festhalten an diesem wieder halt eingebürgerten Übersetzungsversuch der Mitfreude. Einfach, ne, wenn mir selbst etwas Gutes widerfährt, und dieses etwas Gutes können wir dann eben so viel wir wollen, auch mit dem, was wir über Dhamma wissen, noch aufwerten. Nicht einfach nur sagen, ja, ich habe was Gutes zu essen und darum habe ich jetzt mit Freude mit mir selber, sondern eben auch wirklich etwas nachhaltig Gutes, etwas Heilsames, Zielführendes, was uns dann wirklich zum Frieden bringt. Und wenn wir das an anderen sehen, entweder schon erreicht oder gerade ansatzweise erlebt oder auch nur im Potenzial vorhanden, dann ist es halt auch eine Freude. Und also ja, auch nicht unbedingt selbstverständlich. Dass wir uns freuen, wenn wir sehen, dass jemand anders etwas Positives erlebt. So. Es ist ja auch vielleicht ein schöner Aspekt von Anatta, den man damit praktiziert, weil es einfach eine Freude ist. Eine Freude ist da, die bin nicht ich. Und wenn ich mich über was Heilsames freuen kann, ob das jetzt von jemand anders ausgeht oder von ausgelöst durch meine Komposition, dann ist das ja eigentlich viel praktischer, wenn man Anatta übt, und dann kann man sich auch noch viel mehr freuen. Ja. Also wenn sonst immer nur, jetzt, das ist jetzt meine Freude, weil ich was Tolles gemacht habe. Ja. Sondern es ist Freude da und ich sehe, wow, so toll, was, also wenn das wirklich nicht nur ein Gedanke ist, sondern da ist dann Freude an heilsamen Worten, Taten, Gedanken, was auch immer von anderen,
das hat ja so unendlich viele Möglichkeiten der Freude. Stimmt. Das ist ja dann unlimited und das ist ja eigentlich genial. Und gleichzeitig kann man das Anatta üben. Ja, weil man nicht mehr sagt, ich freue mich nur, wenn ich was Gutes schaffe, weil dieses mein Gutes und das von anderen gar nicht mehr so wichtig ist. Interessant. Ich sehe da auch eine Verbindung zu dieser Qualität von Metta, dass man das Gute im anderen sieht. Und wenn man mit Mudita kann man jetzt direkt irgendwie darauf hin sich richten. Ist das auch aufgefallen mit Menschen, wo man vielleicht auch manchmal problematische Seiten sieht? Könnte man mit Mudita trotzdem schon, ja, schon, aber das ist richtig oder das geht in eine gute Richtung. Und dann ist da doch irgendwie was dran. Und ich sehe das auch schön in Verbindung jetzt mit dem Anatta-Gedanken. Ja? Das ist ja nicht irgendwie ein Wesen, das immer irgendwie ist und entweder gut ist oder schlecht ist oder heilsam ist oder unheilsam ist. Nicht? Da gibt es ja auch, da gibt's ja auch in verschiedenen, in einem Menschen Sachen, über die man sich freuen kann, auch wenn es andere gibt, die vielleicht problematisch sind. Ja. Du meinst, man soll aus einem Rinderhufabdruck schlürfen? Ja, genau. Genau, was gut ist. Ob das jetzt Sinn macht? kennt ihr dieses Gleichnis? Also wenn ihr es nicht kennt, habt ihr euch wahrscheinlich gerade gewundert, was die Mönche da jetzt für einen Quatsch machen. Aber es gibt eine sehr schöne Lehrrede mit einigen Gleichnissen. Ich glaube, ich habe es schon ein, zwei Mal auch erwähnt, aber ihr wart natürlich nicht alle immer dabei. Da geht es darum, wie wir urteilt die anderen nicht ab, heißt die, glaube ich, die Lehrrede. Wie wir Menschen begegnen können, sollen im Idealfall, auch wenn wir Fehler an ihnen sehen. Und wenn wir jetzt sehen, dass jemand zwar, ich kann es nicht genau erinnern, der Buddha hat da verschiedene Kategorien aufgezählt, wenn wir sehen, dass jemand in Gedanken, Worten und Taten zwar oft nicht Heilsames ausübt, was ja durchaus auch dann uns persönlich betreffen kann, aber trotzdem klärt sich manchmal der Geist und der Geist dieses Menschen hat dann doch immer wieder so Lichtblicke, wo Heilsames möglich ist, dann sollen wir uns nicht auf das viele Schwierige konzentrieren, sondern auf dieses bisschen Heilsame. Und zwar so wie ein Mensch, der jetzt schon sehr durstig und mit einem dringenden Wasserbedarf irgendwo durch die Landschaft torkelt und dann in dem Abdruck eines Rinderhufs ein bisschen eine winzig kleine Wasserpfütze entdeckt und sich dann auf den Bauch legt und nur um ja dieses kleine Wasser da nicht aufzuwühlen und schlammig zu machen, dann quasi seine Lippen da an dieses bisschen Wasser hinführt und das ganz vorsichtig da herausschlürft. Und so sollen wir quasi das Heilsame, das sie aus den Mitmenschen herausschlürfen und nicht die uns auf den Berg des Unheilsamen rundherum konzentrieren. Da passt es mit dem Mudita dann ganz gut. Ne? Und gleichzeitig, also finde ich es manchmal auch gar nicht so einfach, gerade wenn andere etwas bekommen, was wir selber auch wollen. Ne? Wenn jetzt alle außer einer Person hier in der Diskussion erzählen würden, wie toll sie jetzt meditiert haben und die einen waren in der ersten Vertiefung, die anderen in der zweiten und in der dritten und nur wir haben wieder mal gar nichts zusammengebracht und der Geist war nur unruhig und zappelig. Ob man dann automatisch immer gleich Mudita hat mit den anderen, ist natürlich fraglich.
Ich wollte das nochmal bestätigen, was, glaube ich, Stefan war, das gesagt hat, so die Freude an überhaupt dem Erleben, auch in anderen, wenn die was Heilsames tun und sich darüber freuen. Also das finde ich auch so im sozialen Bereich eigentlich was, was so spontan und erfüllend auftritt, wenn man gerade auch aus unerwarteter Ecke manchmal sieht, wenn Menschen sich was Gutes tun untereinander oder wenn jemand unerwartet, ohne dass es unbedingt beabsichtigt, jemanden anderen Gutes tut. Und ich finde das so eine schöne, erfüllende Freude, wenn man das so mitkriegt, auch ohne das jetzt unbedingt auf so Personen zu beziehen, aber so die Qualität davon, von diesem diese Qualität des des Tuns und des Handelns, ohne dass da jetzt so viel Absicht dabei ist, sondern diese spontane Erleben davon. Das ist mir auch aufgefallen, dass man das nicht unbedingt immer auf die spirituellen Ereignisse beziehen muss, sondern dass das auch ganz oft, wenn man dafür offen steht, im sozialen Bereich stattfindet. Und dass das dann auch eine Qualität ist, die man dann auch in sich spürt, dass man die spontan hat, wie du auch sagst, dass man sich daran freuen kann, dass alle Menschen die Qualität in sich tragen, um heilsam zu tun und um Frieden zu finden. Und das finde ich da dann auch, dass es da so schön deutlich wird. Wenn man das bei anderen so miterlebt im Alltag auch. Ja, gerade im Zusammenhang mit Mudita als ein Brahma-Vihara, dass wir dann auch ja, als meditativen Zustand so kultivieren wollen, dass es zu einer Erfahrung der Unbegrenztheit und Universalität führt. Ist es nicht ganz so einfach, finde ich, das nur auf das offensichtlich sichtbare Heilsame zu beziehen. Aber das ja, weil es gibt ja viele Wesen, die auch jetzt gerade nichts Heilsames ausüben. Wie kann ich trotzdem mit denen Mitfreude haben? Also ich finde zum Beispiel die Tatsache dann auch, dass die schon eine menschliche Geburt haben, vielleicht ist es gerade nicht so heilsam, dass man da ein bisschen eine weitere Perspektive einnehmen kann. Es gibt ja nicht nur Menschen. Okay, ich ziehe den Wortbeitrag zurück. Nein. Führe ihn lieber weiter, fort. Naja, wenn man das doch aber strikt anwendet, dann ist doch tatsächlich auch immer das Gute da. Also jetzt der, was du gerade ausgeführt hast auch. Und Naja, jetzt rein meditationstechnisch hat sich dann bei mir, schon vor vielen Jahren mich da mehr damit beschäftigen wollte, mit den Brahma-Viharas, und dann finden wir vom Buddha immer wieder die Beschreibung, die eben zu allen vier Brahma-Viharas immer dazu gehängt wird, so bestimmte Attribute. Ne? Ein paar haben wir da früher auch schon immer wieder mal besprochen. Ne? Zum Beispiel uns in allen wiedererkennend, Sabbatthaya, oder so, dass der Geist dabei groß wird oder dass wir ein Gefühl von Weite erfahren und eben auch, dass die Unbegrenztheit, die dadurch entsteht, dass wir ganz universell diese Emotion ohne jegliche Bedingung an alle Wesen richten.
Ne? Das sind ja jetzt Emotionen, die wir aus dem Alltag auch kennen. Metta, das hat man mit seinen lieben Menschen und Haustieren und sowas. Oder halt normale Zuneigung. Und daraus machen wir dann Metta, die sich ganz ohne Fragen zu stellen auf alle Wesen ausdehnt. Und bei Mitgefühl, da hat das dann schon angefangen, wie wir das die letzten Wochen geübt haben, dass wir eben auch bei Mitgefühl nicht sagen, ja, dem ist gerade ein Stein auf den Fuß gefallen, mit dem habe ich Mitgefühl und der isst gerade ein leckeres Eis, mit dem brauche ich ja kein Mitgefühl haben, weil dem geht es ja gut. Und, ne? Also wir haben ja versucht, den Anlass für das Mitgefühl, das Dukkha, noch zu verfeinern und zu sehen, ja, eigentlich haben alle Wesen in irgendeiner Form Dukkha. Entweder weil sie ohnehin noch nicht erwacht sind und immer wieder sich an Dingen festhalten und dadurch sich Schmerz zufügen, oder weil sie immer wieder nur Unbeständiges erleben. Und dadurch haben wir das Objekt für Mitgefühl universalisiert. Das heißt, von Situationen, von hin und her, der Empfindungen unabhängig gemacht. Und das Gleiche brauchen wir jetzt auch rein meditationstechnisch für Mudita. Sonst kommen wir nicht zu der Beschreibung der Unbegrenztheit hin, die der Buddha uns da quasi als Vorgabe liefert. Und eine, jetzt sagen wir mal, die einfachere, die naheliegendere Möglichkeit wäre, dass wir jetzt nicht nur das konkrete Heilsame, sondern eben auch die Fähigkeit und Möglichkeit zum Heilsamen in den Wesen erkennen. Und das ist vielleicht manchmal auch herausfordernd, weil, na, wenn man jetzt an irgendwelche Bösewichte denkt, die nicht so viel Heilsames sehen lassen, dann fragt man sich vielleicht, ja, wie soll ich jetzt damit Mitfreude haben, dass der theoretisch vielleicht ein guter Mensch sein könnte, aber in Wirklichkeit ist das nicht. Also das braucht dann schon viel Metta als Grundlage und viel Karuna, eben auch schon dieses Dhamma-geprägte, weisheitsgeprägte Mitgefühl, das uns genau verstehen lässt, ja, was ist denn jetzt das Dukkha? Ne? Also die Festhalten und Nichtwissen ist Dukkha. Und damit haben wir Mitgefühl. Und dann ist das Potenzial, sich durch Wissen von Dukkha befreien zu können, eigentlich ein Anlass zur Mitfreude, ungeachtet dessen, ob ein Wesen dieses Potenzial schon verwirklicht hat oder nicht, ausgefüllt hat oder nicht. Aber um das in sich weiter zu kultivieren, finde ich doch auch schon wichtig oder erbaulich, dass man so im Beziehungsbereich oder in den Bezügen immer wieder so Bestätigung von dieser Weisheit zieht oder für sich selber auch daraus filtert. Mhm. Weil, also, wie du das jetzt schilderst, es ist in der Tat nicht so einfach. Da muss man schon relativ weit das kultiviert haben, wenn man in jedem Bösewicht auch das Potenzial zur Gutheit finden will. Aber gerade so auch in den Bestätigungen, auch von unliebsamen Menschen, wenn man da plötzlich sieht, dass die was Gutes bewirken und so, da finde ich das gerade so die Bestätigung, um da dann langsam hinzuwachsen zu dem, was dann die Brahma-Viharas eigentlich sind, dass man so in diese Bestätigungen auch so dann halt ruhen kann. Ich weiß, dass das da ist, was auch passiert gerade, es geschehen schreckliche Dinge, aber ich kann darin ruhen, dass ich weiß, dass ich auch Gutes sehe, dass es auch da ist. Und also so als etwas von woraus ich versuche, mich zu entwickeln und mich aufrechtzuerhalten in dem ganzen
samsarischen Schlamassel. Also da finde ich dann so kleine, erhellende Dinge. Ja, natürlich. Mensch, ja, ja. Ja, das stimmt. Also ja, da, Gisela, ich denke, ja. das kennen wir ja alle. Das ist natürlich menschlich total wichtig, das immer wieder zu sehen, dass einfach auch, dass es das auch gibt in der Welt. Ne? Mhm. Und gleichzeitig können wir das ja auch immer weiter noch veredeln oder vergeistigen, klingt das blöd, aber es eben auch quasi immer wieder abgleichen mit dem, was wir auf der Weisheitsseite uns an Erkenntnissen erarbeiten. Mhm. Ne? Ja. Also wir können vielleicht auch sogar so weit gehen, also in meiner Meditation mache ich das auch manchmal, dass wir gerade mit dem, was wir in unserer Weisheitsübung erkennen als Bedeutungslosigkeit und eigentlich ja Leerheit in allen Erlebnissen, dass wir uns dessen bewusst werden, dass das ja auf alle Wesen zutrifft und dass manche Wesen es zwar nicht sehen können, aber dass nichtsdestotrotz alle Sankharas in allen Wesen eigentlich immer frei von Bedeutung sind und dass es nur diesen Perspektivwechsel von Panya braucht, um das auch erkennen zu können. Ja, dass quasi kein Moment in Sansara ist gezwungenermaßen Dukkha im Sinne von das Dukkha, das doch aufgreifen und Nichtwissen entsteht. Ne, oder ein bisschen anders ausgedrückt, wie Bandhasangama hier am Anfang gemeint hat, wenn wir an den Buddha oder an den Sangha denken, dann kann uns ja auch bewusst werden, dass es keine menschliche Situation gibt, die nicht durch Weisheit duckerfrei werden kann. Mhm. Versteht ihr das ein bisschen, wie ich meine? Also ich fand das auch manchmal schon in meinem persönlichen Leben, wenn man es irgendeinen Gedanken hat, wo man sich vielleicht Sorgen macht, dass ja, hoffentlich wird mich das nicht stören oder das keine Schwierigkeiten machen. Aber wir können uns ja vielleicht zumindest mal vorstellen, dass ein erwachter Mensch die Situation, die uns jetzt so furchtbar und unbedingt leidhaft vorkommt, völlig duckerfrei erleben könnte. Ich habe in dieser ganzen Übungsreihe mit dir und auch weil du gewisse Begriffe auch über die Brahma-Viharas eigentlich, also für mich dann erstmal richtig erläutert hast, da hat das einen ganz anderen Elan ergeben in dieser Übung. Weil mir war das nie so klar, dass ich das dann auf die Dauer auch so auf die höhere Ebene hin entwickelt und dass es da und dass man unten anfängt, einfach bei sich selbst und im eigenen Geist das zu kultivieren. Weil auch mit dem Begriff Mitfreude habe ich immer nur gedacht, ja, ich meine, ich freue mich mit allen, die sich freuen. Das ist eine automatische Reaktion, genau wie das Mitgefühl. Aber nach diesem eher tieferen Verständnis, das du so erläutert hast, dass die Brahma-Viharas was Universelles und nicht Persönliches sind und dass man das da durch die Praxis dahin erheben kann, finde ich, also jedenfalls ist bei mir ein ganz neuer Elan darin entstanden. Mhm. Also dass man auch oft mal eine Begrifflichkeit, man kann schon Jahre, jedenfalls war es bei mir so, in der Praxis stehen und hat noch nicht richtig den Begriff erfasst, um was es dann eigentlich geht, wodurch eigentlich die Praxis
immer einfacher wird, wenn man sie richtig verstanden hat, finde ich. Also es erübrigt sich vieles gewurschtelt so mit, was ist der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl und Wurschtigkeit und OPK und diese ganzen Sachen. Also finde ich, dass sich dadurch gut geklärt haben durch das Üben und die Erläuterung, die du dazu gegeben hast. Also vielen Dank. Ja, gern geschehen. Da habe ich gleich noch mehr mit Freude, wenn du das so sagst. Und die anderen sicher auch. Ich versuche das jetzt als ein Gedankenexperiment, das war sehr herausfordernd, zu sagen, Mitgefühl zu haben, auch wenn das Heilsame überhaupt nicht zu sehen ist. Nicht dieser Tage hören wir viel von Russland und Putin, und das ist wirklich herausfordernd. Also da jetzt, ist nicht leicht, es ist viel einfacher in so einer Situation, auf Mitgefühl zu schalten, ja, zu sehen, da macht jemand sehr starke Aktionen, die sehr viel Leiden in der Zukunft bringen, auch für das Wesen selbst. Aber da jetzt zu sehen, dass das Potenzial der Erwachung ist wirklich eine Herausforderung, aber ich denke, dass es durchaus möglich sein kann. Mhm. Ja. Also ich verwende dafür gerne diese ich weiß nicht, ob du oder die anderen mir das beipflichten werden, weil es schon ein bisschen radikal ist und vielleicht auch kryptisch am Anfang. Aber der Buddha sagt, also einmal ist es Buddha und einmal ist es der ehrwürdige Sariputta in einer Liste von Beschreibungen über alle Dinge und wie alle Dinge entstehen und worin alle Dinge wurzeln. Sagt der Buddha auch etwas darüber, was die Essenz aller Dinge ist. Und zwar Freiheit. Sabbe Dhamma Vimuttisara. Das verwende ich manchmal als dieser Universalschlüssel für Mudita. Das fordert natürlich unser ganzes normalweltliches Denken heraus, wenn wir da quasi diese alles zersetzende Kraft der Weisheit plötzlich mit ins Spiel bringen, die uns ja schon zeigen kann, dass in Wirklichkeit die Dinge nicht so dinghaft und wirklich sind, wie uns das immer vorkommt. Und dass darin ja eigentlich das Potenzial zur Befreiung liegt. Das heißt, nur weil die Dinge in Wirklichkeit ja leer sind, können wir ihre Leerheit entdecken und dadurch frei werden. Man stelle sich mal vor, wie schrecklich das wäre, wenn Dukkha von wirklichen Dingen erzeugt würde, dann könnten wir uns da nie draus befreien. Für mich funktioniert das weder über Mudita noch über Mitgefühl. Also ich kann mir das schwer vorstellen, irgendeinen Josef Mengele oder auch irgendwelche Menschen, die nun wirklich so kaum was Heilsames hinbekommen haben. Aber über Upeka funktioniert das für mich. Weil ja letztendlich alles kann das sind und alles ist leer. Und in dem Moment hört dieses gut-böse Muster auf und in dem Moment stellt sich Frieden ein. Mhm. Das ist durchaus legitim und gleichzeitig würde ich mal sagen, hängt kann man auch nicht sagen, aber es ist eine spannende Übung, dieses Upekka immer wieder durch gerade dieses Mitgefühl, Mitfreude, das sind ja quasi wie so zwei Stellschrauben, um das auszutarieren, dass wir das einfach auch
wie soll ich jetzt sagen, das Upekka von der Brahma-Viharas, das wird manchmal irgendwie verwechselt mit dem Upekka, das entsteht, wenn wir im Vipassana einfach nur sehen, wie alles entsteht und vergeht und dann auch so ein Gleichmut entsteht. Ne? Und hier das Upekka von den Brahma-Viharas ist ja trotzdem nach wie vor auch als soziale Interaktionsemotionen gedacht. Und nicht nur auf das, da geht es nur noch um meine Sankharas und mich und nicht mehr um die anderen. Und da ist, denke ich, sobald Upekka im Kontext der Brahma-Viharas auch sich mit anderen beschäftigt und auch quasi mit unserer, mit dem emotionalen Umgang mit uns selber, kann es total hilfreich sein, eben abzumischen mit den anderen drei. Dann ist es mehr eine Kunst sozusagen. Ich finde ehrlich gesagt, dass es manchmal finde ich es fast besonders leicht, manchen Personen Frieden oder so zu wünschen, weil es ja so besonders notwendig erscheint. Also was muss passieren? Also was muss sein? Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, wie schlecht muss es jemandem gehen, damit das passieren kann. Da muss ja wirklich viel Ungünstiges zusammengekommen sein. Und ich habe das Gefühl, wenn es dieser Person besser gehen würde und sie klarer, also irgendwie der Gesamtzustand halt besser wäre, würde es sich ja für alle Beteiligten sofort verbessern, für alle Betroffenen. Mhm. Ja, also man kann Mitgefühl nicht als Pflicht sehen, sondern eben als eine Chance, ne? Oder eigentlich ja ein Geschenk, dass wir mit keiner noch so unmenschlichen Situation nicht trotzdem wir dann menschlich umgehen können. Da ist ja auch noch der Aspekt, dass wir alle mal Putin waren. Also oder sein werden. Oder sein werden oder richtig, ja. Und gerade mit dem Anatta. Also schon mal darauf zurückzuziehen, alles ist in Wirklichkeit leer, wenn Bomben fallen. Ja, die Bomben sind nicht leer. Die verursachen unglaubliches Leid. Da ist mir das zu theoretisch zu sagen, ja, in Wirklichkeit ist es doch alles leer. Ja, das verstehe ich total gut. Und gleichzeitig, wie soll ich das jetzt sagen, ist das ja irgendwie nicht logisch zu sagen, wenn das Leid dann ganz viel ist, dann ist es plötzlich doch nicht leer. Verstehst du, wie ich meine? Da vermischen wir jetzt irgendwie unsere ja gerechtfertigte Entrüstung mit der Intensität des Leidens mit etwas, was wir ja über das Leiden trotzdem schon gelernt haben. Es soll ja keine Ausrede sein, dass wir das irgendwas daran gut finden. Ja? Also wir können ja tiefes Mitgefühl mit dem Leid der Wesen haben und gleichzeitig trotzdem erkennen, was dieses Leiden eigentlich ist. Und das, also ich würde das jedem, jetzt ist nur leider die Zeit gleich aus, aber ich würde das jedem Menschen wünschen, auch denen in der schlimmsten Situation, dass sie das schaffen, durch Loslassen sich von Dukkha zu befreien. Den sogenannten Opfern und den sogenannten Bösewichten.